Pferde stark klar. Und Boxen auf zum Prince of Wales Stakes drittes Rennen heute aus Royal Ascot. Das beste Rennen von dem ganzen Meeting. Die Prince of Wales Stakes 203.000 Pfund für die Siegprämie. Der Australier Elvstrom geht sofort in Front für Nashua Willer. Ace läuft zweiter vor Warsan Hazy View und dann der Franzose Touch of Land in Grundy Innenkante. Dann Azamour vor Norse Dancer und schließlich Ouija Board. Elvstrom läuft frei an der Spitze, wirft den Kopf nach links und rechts. Ace kriegt von ihm die Führung. Dann Hazy View, der Außenseiter von dem Feld, Warsan, Coronation Cup Enttäuschung, aber ein zweimaliger Sieger von dem Rennen in der Vergangenheit. Dann kommt Touch of Land, Azamour Sechste mit optimalen Rennverlauf vor North Dancer und schließlich Ouija Board. Ende der Gegenseite und der Bogen wird angefangen, die Quoten Azamour 23, Ouija Board 45, Ace 80, North Dancer 90, Elvstrom 120, Touch of Land 130, Warsan 150, Hazy View 340. In diesem langen Bogen noch 900 Meter vor dem vorderen Eingang der Passage Elvstrom vor Hazy View. Ace, Touch of Land, Azamour, Ouija Board, North Dancer und Warsan zurückgefallen auf den letzten Platz, jetzt vielleicht nicht mehr das alte Pferd. Ace kommt in der Bahn Mitteverkehr und fallen. Elvstrom bleibt Gegenseite. Dann Touch of Land. Azamour setzt kräftig nach vor North Dancer, Ouija Board, Hazy View und Warsan. Elvstrom rechts im Bild. Ace ist in der Mitte. Touch of Land, die grüne Jacke. Azamour ganz in der Bahn Mitte, extrem außen, aber jetzt unter der Peitsche. Ace in Front, Verkehr und fallen. Elvstrom die Gegenseite. Azamour ganz weit außen. Dann Touch of Land. Ace in Front, soeben vor Azamour. Kehren fallen und McKinnon. Azamour, der Favorit, gewinnt langsam Oberhand. Und Azamour, Nummer 2, galoppiert nach Hause. Und der Favorit gewinnt die Prince of Wales Stakes. Ace wird zweiter, deutlich vor Elvstrom dritter. Touch of Land. Ja, irischer Doppelerfolg hier. Die 2, der Favorit, hat gewonnen. Azamour für den Aga Khan, für Trainer John Oxen, Jockey McKinnon. Zweiter Ace, der sehr gut gelaufen ist, das muss man gleich sagen. Er sah sehr lange wieder Sieger aus. Die Nummer 1 Ace McKieran Fallon für Aidan O'Brien.